Hallo, ich bin Ari Menges, diplomierter Hypnosetherapeut, und ich möchte dich hier einladen zu einer Hypnose, zu einer Trance, zu einer Meditation, um dein Traumgewicht zu erreichen. Ich möchte, dass du dir einen angenehmen Platz suchst und dass du beginnst, dass du es dir erlaubst, zu entspannen. Vielleicht bist du jetzt erwartungsvoll und hoffnungsvoll, dass ich dir hier die Lösung für deine Probleme präsentiere, so dass dein Unterbewusstsein wunderbar die Lösung für dich findet. Und das ist die Aufgabe der Hypnose, der Meditation. Meditation, der Begriff, wir finden uns in der Mitte. Es geht immer um das Midi, um die Mitte. Und wenn du deine Mitte findest, dann ist die Sache mit dem Abnehmen, mit dem Gewichtsreduzieren ganz, ganz leicht. Ich möchte, dass du dich völlig entspannst, dass du es dir erlaubst zu entspannen. Dass du einfach mal sagst, ich lasse jetzt alles gehen, alle meine Sorgen, und ich lasse mich hier auf einen wunderbaren Prozess der Selbstheilung ein, denn nichts anderes ist Gewichtsreduktion. Diese Hypnose wird es dir ermöglichen, Entscheidungen zu treffen, sodass du in deinem Leben ganz automatisch und ohne Probleme abnehmen kannst, Tag für Tag immer mehr, indem du ganz kleine Teile in deinem Leben veränderst. Doch nun möchte ich dich entführen. Entführen in eine Reise in dich hinein, in dein Unterbewusstsein. Ganz entspannt, ganz leicht. Ich möchte, dass du jetzt einfach auf dein Atem achtest. Du atmest ein und du atmest aus. Und ich möchte, dass du dir bewusst wirst, welch ein Wunder doch dieses Atmen ist. Du atmest Sauerstoff ein und du lässt Kohlendioxid raus. Welch ein Prozess dieser Sauerstoff in deinem Körper wohl vollbringt. Und wie du entspannen kannst, obwohl du atmest. Mit jedem Atemzug gehst du tiefer und tiefer in diese absolute Entspannung hinein. Du lässt einfach los. Vielleicht schließt du die Augen, vielleicht bewegst du dich nochmal, bringst dich richtig in Position, denn du merkst, dein Körper reagiert auf meine wunderbare, angenehme Stimme mit absoluter Entspannung. Und so wie sich dein Körper entspannt, wird nachher dein Geist entspannt sein. Dein Unterbewusstsein wird sich weit öffnen. Und dein Unterbewusstsein wird deine Gedanken, die im Bewusstsein als Ziele vorhanden sind, übernehmen. Und somit wird dich diese Hypnose, diese Meditation, diese Trance im Wachzustand absolut leiten, sodass du dein Traumgewicht, deine Traumfigur erreichst, ohne Mühe und ohne Anstrengung. Einfach nur dadurch, durch das Bewusstsein machen deiner Handlungen. Bei jedem Wort, das du von mir hörst, entspannst du mehr und mehr. Und bei jeder Sprachpause, die ich mache, achtest du mehr und tiefer auf deinen Körper. Entspann dich, lass dich gleiten. In eine wunderbare, tiefe, absolut wunderbare, tiefe und tiefe Entspannung. Und du hörst meinen Worten und du gleitest automatisch in eine körperliche Entspannung. Du merkst, wie dein Körper schwerer wird, wie dein Atem sanfter wird, wie deine Muskeln sich entspannen. Alles entspannt sich. Ganz von alleine. Du musst es nur zulassen, wie man
alles zulassen muss, im Leben, um eine Veränderung zu erreichen. Denn wir wissen, was uns gut tut und was uns schadet. Und nach dieser Hypnose und dieser Meditation, nach dieser Erfahrung, wirst du automatisch, ganz von selbst, dir nur noch Gutes zuzuführen. Zuführen von guten Lebensmitteln, vermeiden von schlechten Lebensmitteln. Du wirst beginnen, Sport zu machen. Du wirst deines Körpers bewusst, denn nichts anderes ist Abnehmen. Abnehmen heißt auch loslassen. Und während du mir zuhörst und hier lauschst, fühlst du schon, wie du immer tiefer und tiefer in die Entspannung hineingehst und wie sich Entscheidungen in dir bilden. Entscheidungen, die für dich wunderbare Dinge vollführen. Entspanne dich weiter und tiefer und tiefer bis in den tiefsten Muskel hinein. Bis auf die Knochen, fühle, wie deine Muskeln sich entspannen. Merke, wie deine Stirn sich entspannt. Du fühlst dich dabei recht warm und wohl. Und du entspannst dich immer tiefer und tiefer. Und du lässt immer mehr deine Gedanken los. Und du folgst immer weiter meiner Stimme. Tiefer und tiefer gehst du in diese absolute Entspannung. Mit jedem Atemzug, den du tust, mit jedem Ausatmen, entspannst du immer tiefer und tiefer. Und immer tiefer und tiefer gehst du in diese wunderbare Entspannung hinein. Und sobald ich das Wort tiefer sage, gehst du immer tiefer und tiefer und 10-mal tiefer in diese tiefe Entspannung. Du merkst, wie deine Arme schwer werden, wie die Muskeln sich entspannen. Wunderbar. Du merkst, wie dein Gesicht sich entspannt. Du machst das wunderbar. Du folgst meiner Stimme. Denn du weißt, eine Entscheidung ist das, was dich weiterbringt. Und diese Hypnose, diese Trance, dieser Schlaf, dieser hypnotische Schlaf soll dich dazu bringen oder wird dich dazu bringen, auf dein Unterbewusstsein zu hören. Denn dein Unterbewusstsein, das ist das wahre Ich, was dich bestimmt. Du wirst Handlungen ablegen, du wirst neue Handlungen generieren. Und du entspannst immer tiefer und tiefer. 10-mal tiefer jedes Mal, wenn ich das Wort tiefer nenne. Stell dir nun vor, du läufst an einem wunderbaren Uferweg entlang, am Meer. Es ist ein wundervoller Tag. Der Tag, der ist so wundervoll. Die Sonne scheint, der Himmel strahlt leuchtend blau. Und ein paar kleine Wolken ziehen am Horizont vorbei. Du kannst die Salzluft riechen, die aus dem Wasser aufsteigt. Eine leichte Brise weht vom Meer heran und du kannst spüren, wie die Luft leicht durch dein Haar weht und deine Haut streichelt. Du schaust auf das Meer und siehst, wie kleine Wellen an den Strand gespült werden. Und vielleicht siehst du, wie eine Gruppe von Delfinen vorbeizieht. Oder du schaust in den Himmel und du achtest auf die Vögel, die frei und heiter oben am Himmel zwitschern. Du läufst weiter auf deinem Weg und siehst etwas weiter vorn, wie vom Uferweg Stufen hinunter zum weichen,
hellen Strand führen. Es sind insgesamt 10 Stufen. Du gehst diese Stufen hinunter, die zum Strand führen. Du fühlst dich wohl. Du fühlst dich toll. Und nun gehst du diese Stufen hinunter, die zum Strand führen. Und mit jeder Stufe, die du nimmst, entspannst du dich noch viel, viel tiefer, immer 10-mal tiefer. Und ich bin hier mit dir zusammen, als dein Führer, als dein Begleiter. Und du kannst dir noch jemanden aussuchen, der hier mit dir gemeinsam entlang geht. Ich werde nun diese 10 Stufen zählen und du wirst noch entspannter werden. Dein Körper entspannt sich und dein Geist entspannt sich noch mehr und immer tiefer und tiefer. 10. 9. Tiefer hinab. 8. Noch tiefer. Noch tiefer sinkst du. 7. Du fühlst dich so ruhig und gelassen und so sicher. Alle Ängste, alle Sorgen und alle Nöte und alle schlechten Gedanken, die kannst du jetzt hinter dir lassen. Du fühlst dich so ruhig und gelassen. 6. Immer tiefer und tiefer sinkst du. Dieses absolute Entspanntsein. 5. Du fühlst dich friedlich und entspannt. So ruhig. 4. Noch tiefer, noch entspannter. Und bei jeder Zahl, die ich jetzt nenne, gehst du noch 10-mal tiefer in diese absolute friedliche Entspannung hinein. 3. 2. Und immer tiefer und tiefer entspannst du dich. Und 1. Nun bist du am Strand und du ziehst deine Schuhe und Socken aus. Und du läufst durch den Sand bis zum seichten Wasser. Spüre den Sand unter deinen Füßen, wie er jeden deiner Schritte abfängt und sich so angenehm weich anfühlt. Wenn du zum Wasser kommst, spürst du, wie der feuchte Sand unter deinen Fußsohlen leicht nachgibt und die Haut berührt. Spüre, wie sanft alles ist, wie die Wellen heranrollen und deine Füße umspülen. Schau, wie die Wellen sich zurückziehen und jede Welle lässt dich tiefer entspannen. Schau dich um und genieße, dass du den Strand ganz allein für dich hast. Zu dieser besonderen Tageszeit ist alles ganz ruhig und das überträgt sich auf dein Befinden, auf deine innere Ruhe, denn du bist jetzt der Spiegel deines Äußeren. Du bist ganz ruhig und entspannt. Ein paar Schritte weiter, wo der Sand trocken und weich ist, liegt ein Badetuch, das auf dich wartet. Du schlenderst langsam dorthin und setzt dich. Du fühlst dich gut. Du dehnst dich und du streckst deine Füße in den Sand. Das ist ein tolles Gefühl. Und du weißt, du hast alle Zeit der Welt. Du musst nirgendwo hin und niemand will etwas von dir. Niemand kann dich hier stören, weil dies dein ganz spezieller Ort nur für dich ist. Ein sicherer Ort, wo du dich richtig entspannen und auf dich selbst besinnen kannst und wo du wunderbare Dinge geschehen lassen kannst, während du dich weiter und tiefer entspannst. Und vielleicht hörst du im Hintergrund leichte, wunderbare Musik. Und vielleicht hörst du das leichte Schwappen der Wellen.
wie sie ans Ufer gespült werden und wie sie sich wieder zurückziehen. Und während du da liegst, ganz tiefenentspannt, und du vielleicht auf das Meer schaust, den Wellen hörst oder vielleicht der Musik lauschst, möchte ich, dass du dir vorstellst, wie dein Unterbewusstsein sich ganz weit öffnet. Und während du meine Stimme hörst und ich dich führe, lass dich ganz locker und entspannt führen. Und während du über diesen tiefen Zustand der Entspannung nachdenkst, kannst du gleichzeitig darüber nachdenken, welche Entscheidung du für dich ab jetzt triffst. Denn das unterscheidet uns von allen Lebewesen. Wir können entscheiden. Und so können wir entscheiden, nur noch Gutes für unseren Körper zu tun, für deinen Körper zu tun, damit du dein Gewicht reduzierst. Vielleicht kommt dir gerade der Gedanke nach oben, Sport zu treiben. Oder einfach mal, um die vier Wände zu gehen, um das Haus zu laufen, Sport zu betreiben, in den Wald zu gehen, eine gesunde, nahrhafte Ernährung anzustreben, die Chips weglassen, aufhören Zucker zu essen. Denn oft ist es so im Leben, sobald wir nur ein kleines Prozent ändern, wenn wir eine Entscheidung treffen und wir tun nur 1% dieser Entscheidung, passiert schon sehr, sehr viel. Und das sollte dir unterbewusst völlig klar sein. Genauso wie bewusst. Denn es ist ein Geschenk, einen freien Willen, den wir haben. Die Entscheidung zu treffen für ein gesundes Leben. Die Entscheidung zu treffen, unsere Ernährung umzustellen. Und die Entscheidung zu treffen, uns selbst zu lieben. Denn es gibt nichts Wichtigeres, als sich selbst zu lieben und aufgrund dieser Liebe zu dir selbst, die jetzt erblüht, erwacht, bei jedem Wellenschlag, der an den Strand gespült wird. Bei dieser Selbstliebe solltest du die Entscheidung treffen, nur noch Gutes für dich, für deinen Körper und für deinen Geist zu tun. Beginne neue Hobbys, anstatt Sport zu machen oder joggen zu gehen. Vielleicht ist Tanzen die Möglichkeit oder Kampfsport. Beschäftige dich mit deinem Körper. Beginne wieder deinen Körper zu genießen. Verwische all die Gedanken, die sich ums Essen drehen, um das Gefühlsessen. Ich bin traurig, ich esse. Du bist traurig, mache Sport. Du bist traurig, ändere etwas daran. Komm raus aus deinem Versteck, beginne zu leben. Freue dich auf diesen Wandel, denn eine Veränderung in unserem Leben ist immer ein Wandel und ein Wandel ist wunderschön. So können wir uns verwandeln von der kleinen dicken Raupe zu einem wunderschönen Schmetterling. Es ist immer nur die Entscheidung für dich, für deinen Körper, etwas zu tun. Und emotionale Belastungen können wir gehen lassen. Emotion bedeutet Energie und Bewegung. Und diese Grundsätze solltest du dir verinnerlichen, ganz unbewusst und bewusst. Ab jetzt wird dein Unterbewusstsein für dich arbeiten. Ganz leicht. Vielleicht kommt morgen der Gedanke, ich achte einfach auf meinen Zuckerkonsum. Vielleicht trinke ich morgen keinen Cappuccino. Oder vielleicht ersetze ich die Coca-Cola oder das Red Bull gegen eine Light-Version. Beginne Zucker zu meiden. Beginne dich mit deiner Ernährung auseinanderzusetzen. Wo beginnt bei dir das emotionale Essen? Welche Emotionen möchtest du wegessen? Werde dir dessen bewusst. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wirklich, und sich mal richtig darüber Gedanken macht,
in der tiefsten Entspannung, die du jetzt gerade genießt. Und vielleicht denkst du dir, wow, das tut weh oder das ist richtig. Es soll dir klar sein, es ist ein Geschenk, eine Gabe, eine Entscheidung treffen zu können für dich im Schlaf, in der absoluten Entspannung. Und dieses Geschenk solltest du annehmen. Und jetzt bitte ich dich, alle deine negativen Gefühle mal anzuschauen. Wie auch immer, auch gerade was für ein Bild dir gerade nach oben kommt. Dieses Bild entspricht deinen Gefühlen. Und du solltest dieses Bild verändern können, so dass du deine Gefühle verändern kannst. So auch wie du deine Gedanken verändern kannst. Denn positive Gedanken, die wir uns selbst schenken, ist das höchste Geschenk in dieser Welt. Wenn du dir sagst, ich bin wunderbar, ich bin voller Wunder, ich erreiche meine Ziele, ich schaffe das und ich beauftrage mein Unterbewusstsein, mir zu helfen, mir klare Anweisungen zu geben, meine Ziele, mein Traumgewicht, meine emotionalen Probleme zu lösen und mir sanfte Lösungen anzubieten, mit denen ich arbeiten kann. Denn du hast die völlige Kontrolle über deine Gedanken und über dich. Und wenn du dich entscheidest, dieses Geschenk der Entscheidung anzunehmen, dich dafür zu entscheiden, vernünftig zu essen, auf deine Ernährung zu achten, dich zu hinterfragen, unbewusst und bewusst, warum du isst, welches Gefühl wird gerade vernichtet. Denn wenn wir Gefühle nicht zulassen, stauen sie sich auf in uns. Und dein Körper und dein Geist reagieren darauf. Direkt. Ich möchte, dass du deinem Körper und deinem Geist jetzt innere Befehle zuweist, ganz automatisch, so dass sie dir helfen und dein Unterbewusstsein wahnsinnig stark machen, so dass es für dich kein Problem ist, neue Gewohnheiten zu etablieren in deinem Tagesablauf. Vielleicht stehst du 10 Minuten früher auf? Vielleicht machst du etwas Gymnastik. Vielleicht spürst du deinen Körper wieder. Vielleicht änderst du deinen Tagesrhythmus. Denn dir, deinem Unterbewusstsein, steht es offen, zu entscheiden und eine Entscheidung zu treffen. Denn du, nur du hast die Macht, dich mit deinem Bewusstsein und deinem Unterbewusstsein zu verschwören und dich für einen Weg zu entscheiden, einen Weg der Gesundheit, einen Weg der Lebensfreude. Und mache dir mal bewusst, es ist ein Geschenk zu leben und es ist eine Gabe, Entscheidungen zu folgen. Es ist ganz und gar deine Sache, wie du das machst, welche Entscheidungen du triffst. Entscheide dich für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Entscheide dich für dich. Und während du über meine Worte nachdenkst, arbeitet dein Unterbewusstsein für dich und wird dir Lösungen präsentieren, sodass du leicht und einfach Gewicht reduzieren kannst. Dass du leicht und einfach zu deiner Traumfigur findest. Und ich bitte dich jetzt, nochmal ganz tief in dich hineinzufühlen, zu hören. Und lass mal einen Traumkörper für dich entstehen. Deinen neuen Traumkörper, den du bald haben wirst. Stell dir deinen Körper vor, wenn du vor dem Spiegel stehst,
wie du schlank und rank bist, wie deine Attraktivität auf dich selbst wirkt. Man darf sich selbst lieben, man soll sich selbst lieben, man soll alles in sich selbst lieben. Denn du bist der Ausdruck deines Lebens. Und es ist immer toll, wenn der Ausdruck toll nach außen gezeigt wird. Beginne an dir zu arbeiten, habe keine Angst. Stell dir vor, du bist der graue Schwan oder das graue Entlein und du bist auf dem Weg, ein wunderschöner Schwan zu werden. Begib dich auf diesen Weg, begib dich auf diesen Weg mit Leidenschaft, mit Freude, mit neuen Erfahrungen, die auf dich zukommen, wie ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und ich weiß, du hast dich schon entschieden, etwas zu ändern, um dein Leben zu verbessern, wie etwa Gewicht zu verlieren, Sport zu machen, gesund essen, keine Angst mehr zu haben, kein Trauergefühl mehr zu bewältigen. Und ich freue mich für dich, dass du diese Wahl getroffen hast, jetzt, während du hier am Strand bist und den Wellen lauschst. Und vielleicht denkst du nochmal darüber nach, wie du über dich selbst denkst. Denn das Wichtigste im Leben ist, dass wir unser bester Freund werden. Dass wir uns loben, auch für kleine Schritte. Und auch wenn es zu Fehlschritten kommt, dass wir uns nicht selbst bestrafen, sondern dass wir sagen, jeder Fehler, es gibt keine Fehler. Jeder Fehler ist eine neue Erfahrung für mich. Ein Weg, den ich nicht einschlagen möchte. Und so solltest du für dich einen positiven Lebensweg erarbeiten. Denn es ist Arbeit, abzunehmen. Aber es ist eine freudige Arbeit. Ohne Stress und mit völliger Leichtigkeit wirst du diese Arbeit leisten. Denn du hast ja vorhin eine Entscheidung getroffen. Für dich. Und an dieser Entscheidung machst du dein Leben fest. Ein Leben in Freude, ein Leben in Glück, ein Leben in einem wunderbaren Körper, der dich ermutigt, immer weiter zu machen, immer mehr an dir zu arbeiten, immer mehr an dir zu wirken. Und ich freue mich, und dein Unterbewusstsein freut sich auch, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dein Gewicht zu reduzieren. Denn es ist ein positiver Schritt in dein Leben. Es ist ein positiver Schritt, sich gut zu ernähren. Es ist ein positiver Schritt, Zucker zu meiden. Und sobald du diesen neuen Schritten begehst, gehst du auch in ein besseres Leben hinein. Kein Leid mehr, nur noch Freude. Ein freudiges, glückliches Leben. Und jetzt weiß ich, dass du gerade vor dich hingrinst, denn du stehst vor dem Spiegel und du siehst dich als wunderbaren, tollen Schwan, der mit seiner Schönheit sich über alles erhebt. Denn du weißt, du hast dir dieses erarbeitet, dieses Ziel mit deiner Entscheidung, die du tief in dir selbst getroffen hast. Du hast dich entschieden, dein Leben zu ändern. Und in dem Augenblick, in dem du dich dafür entschieden hast, in dem du selbst zu dir Ja sagst, haben dein Körper, dein Geist und dein Unterbewusstsein einen Pakt geschlossen. Einen Pakt für dich, dass alles richtig entschieden wird. Jetzt. Atme nochmal tief ein, genieße die Ruhe und freue dich über die Entscheidung, die du positiv für dich getroffen hast. Denn abnehmen, Gewicht reduzieren, die Ernährung umstellen, Sport machen, all das wird dein Leben positiv verändern in allen Variationen. Neue Chancen werden sich auftun.
Wünsche werden wahr und Wunder werden geschehen. Und während du am Strand liegst, möchte ich, dass du einfach mal innerlich zurückblickst und dass du dir überlegst, was du in deinem Leben zurücklassen möchtest. Von deinem alten Leben, die schlechten Gefühle. Die schlechten Eigenschaften, die schlechten Handlungen, alles, was dich blockiert, lässt du jetzt ins Meer hinab. Lass sie versinken im Meer, dein altes Leben, denn du wirst gleich eine Treppe emporsteigen. Und wieder im Hier und Jetzt sein. Und ich werde von 1 bis 10 zählen. Und bei 10 hast du dein altes Leben, deine alten Gewohnheiten ersetzt durch ein positives Handlungsmuster, das dich dein ganzes Leben begleiten wird. Du wirst dein Selbstwert dadurch stärken. Du wirst mehr Selbstvertrauen erhalten. Du wirst in ein neues Leben aufsteigen. Jetzt möchte ich, dass du dir vorstellst oder dass du dich langsam erhebst und zu der Treppe hinaufgehst, die wir vorhin runtergegangen sind. Und ich möchte, dass du die erste Stufe völlig bewusst nimmst. Wie ein erster Schritt in ein neues Leben. Und bei jeder Stufe lässt du ganz viel von deinem alten Leben zurück. 1, 2, 3, 4. Du lässt immer mehr zurück von deinem alten Leben. Alle negativen Eigenschaften, alle negativen Handlungen, alle negativen Strategien, die du angewöhnt hast, lässt du jetzt fallen, denn du weißt warum und du weißt wohin, denn du hast eine Entscheidung getroffen. 5. So langsam merkst du deinen Körper wieder. Dein Körper spannt sich an, die Muskeln spannen sich an. Du bewegst deinen Körper wieder so ein bisschen. Genau, du machst das wunderbar. Denn du bist ein wundervoller Mensch. 6, 7, dein Herzschlag normalisiert sich und du kommst langsam wieder hier zurück in das Hier und Jetzt. Ganz langsam, so in deinem eigenen Tempo. 8, du weißt, dass du alles weggelassen hast, alles Negative und du fühlst dich jetzt schon leicht. Deine Seele ist leicht, dein Körper ist leicht, denn du weißt, wo du hin möchtest. Du weißt, wie dein Traumkörper aussieht. Du weißt, dass du ein Schwan werden willst. Ein wunderschöner Schwan, den alle bewundern. 9. Fast bist du ganz wach. Jetzt genieß das nochmal. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Spüre deinen Herzschlag, spüre alles, spüre deinen Körper, spüre deine Zehen, spüre deine Hände. Streck dich und reck dich und 10. Jetzt grinst du und du weißt, dass es gut war und dass es dir geholfen hat, auf deinem Weg Gewicht zu reduzieren zu deinem Traumkörper. Ich wünsche dir ein tolles Leben und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit, denn Aufmerksamkeit ist heutzutage das Wichtigste, das man einem Menschen schenken kann. Vielen Dank.